Wie soll ich das denn beschreiben, was passiert ist? Alles hat sehr, sehr einfach und sehr normal angefangen. Es hat nicht sehr lange gedauert, bevor alles völlig verrückt würde. Da waren viele Freaks. Also ich habe so viele Freaks in meinem Leben nie gesehen. So eine Art Hauptfreak. Und wie er hieß, also ich konnte seinen Namen nie richtig aussprechen. Und ich weiß nicht warum. Also immer, wenn ich seinen Namen aussprechen wollte, wollte ich immer sowas wie Schlingensiefenschläfer, ich weiß nicht. Ja, das Mikro geht immer noch nicht klar, das musst du selber reparieren. Jetzt sind wir ja mal gespannt. Also, selbst hat er seinen Namen nie ausgesprochen. Und deswegen war es schwierig. Sieben schlief. Schlingen, Seef, Schlingens, Schläfer. Sieben Schlingens. Der eine Hauptfreak. Es gab zwei Hauptfreaks. Dieser eine war, die waren beide sehr nett. Die eine, dieser Schlingenschläfer, Der hatte ganz wilde Haare. Der hatte ganz wilde Haare. Und er lächelte sehr oft. Also er war ganz nett. Alles auf den Kopf gestellt. Du bist dann genau 4 Jahre im Machtwechsel und kommst jetzt praktisch in das Kopf hier durch die Tür. Also ihr seht, wenn du uns weg geht, dann schütt ihr langsam drauf schon, positioniert euch hier und dann kommst du hier als erstes rein. Genau, und dann geht's los mit Weihnachtsfeiern. Ja? Butter wird reingeführt. Als dieser andere Freak. Der musikalische Freak. Der war auch ganz nett. Er hatte viele Zähne. Er hatte tausende von Zähnen. Und ich dachte immer. Ich hatte ein bisschen Angst. Ich dachte, er würde mich vielleicht beißen. Die Dinge, die wir gemacht haben, das kann ich kaum beschreiben. Fantastischer Cowboy, die Bühne fehlt.
Schläfer hat uns geführt. Wir sind ihm gefolgt. Und ob das ein Fehler war? Naja, wir sind ihm gefolgt und das haben wir auch gerne getan. Wir haben mitgemacht. Keine von uns hätte je geglaubt, dass wir mitmachen würden. Aber das haben wir getan. So, es gab eigentlich die zwei Hauptfreaks. Es gab einen szenischen Regisseurfreak und es gab auch einen musikalischen Freak. Und am Anfang haben die zusammengearbeitet. Es gab zwei Hauptfreaks und wir haben versucht alles zu machen, was die zwei Freaks wollten. Aber langsam fiel alles auseinander. Langsam spaltete sich alles. Diese Spalte wurde immer größer. Und am Ende, es gab so quasi zwei Camps. Es gab einen musikalischen Camp und es gab einen sieben schiefen Schlingen Camp. Auf einmal wurde es klar, dass wir Hilfe brauchten. Und wir haben nach Hilfe geschrien, wir haben nach Hilfe, wir haben überall nach Hilfe gesucht und es gab keine Hilfe. Es gab keine Hilfe. Wir wurden alle langsam zu Freaks und Ich bin halt ein Freak. Und das ist okay. Passierte was ganz Seltsames. Also dieser Hauptfreak mit den Haaren, der Schlingenschläfer, er hat sich verändert. Also auf einmal, er war immer sehr fröhlich und er war immer sehr lieb. Aber auf einmal wurden seine Augen ganz rot und ganz wild. Also jeden Tag wurden die Augen schlimmer und schlimmer. Er hat sich die Augen wild gerieben. Und er hat geweint und gerieben. Und dann natürlich, deswegen fingen wir alle an, uns die Augen wild zu reiben. Und dann danach, nicht nur die Augen, dann fingen wir an, uns auch an anderen Körperteilen zu reiben. Es wurde alles sehr rot und sehr unangenehm. Es gab zwischendurch Probleme mit den normalen Leuten. Also die ganz normalen Leute wie Karin und Achim und Eva und Helge und Horst. Also die normalen Leute, also diese Leute, die haben uns langsam nicht mehr akzeptiert. Weil wir zu Freaks geworden sind. Und das kann man irgendwie verstehen, aber es gab auch deswegen Probleme. Wir waren alleine gelassen und wir müssten weitermachen alleine, quasi in einer Reihe, stehend, singend. Alleine. Für mich persönlich passierte was ganz Seltsames. Also die zwei Hauptfreaks waren am Ende trotz ihrer Unstimmigkeiten immer noch freundlich zueinander. Die waren ganz, ganz liebe Freaks. Und ich merkte auf einmal, die
Wolken nicht zu einem von ihnen machen? Die wollten mit mir diese berühmte Fritz-Einweihungszeremonie abhalten. Und ich sollte also mitsingen und auch mittrinken. Die haben mir so verschiedene Sachen zum Trinken gegeben. Und das ist, man kennt das aus diesem Film Freaks, wo um ein Freak zu werden, da muss man von diesem Kelch, diesem berühmten Freaks-Kelch trinken. Und danach ist man halt Freak oder ist man Teil der Freaks-Familie. Es war seltsam. Ich war eigentlich nicht bereit oder noch nicht bereit, das zu tun. Und ich hatte ein wenig Angst davor. Dieser Hauptfreak mit den Haaren, also nachdem seine Augen rot und wild geworden waren, wollte er keine Musik mehr mit uns machen. Er wollte überhaupt keine Musik mehr mit uns machen. Und er wollte einen Film drehen. Und ich habe hier den Film. Das habe ich ihm geklaut. Weil, ich dachte, er würde es nicht vermissen. Aber was wir gemacht haben, um diesen Film zu machen, da muss man muss das... Man muss dabei gewesen sein. Man muss dabei gewesen sein. Da bin ich. Und da. Da bin ich. Thank you.
Sagen, also sie sehen, was aus mir geworden ist. Also ich habe mich hierhin zurückgezogen. Ich bleibe hier. Ich kann nicht mehr nach draußen gehen. Ich kann nicht mehr mit normalen Leuten reden. Ich muss halt jetzt hier mein Leben als Freak verbringen und überlegen. Jeden Tag überlege ich, was haben wir gemacht? Was haben wir da bloß gemacht? Das verstehe ich nicht. Es hat mein Leben verändert. Du